Hallo zusammen. Beim letzten Mal hatten wir über das Leiden gesprochen, das Dukkha. Wir haben gelernt, wie das Leiden entsteht. Wir haben gelernt, dass das Leiden entsteht, weil die Welt unbeständig ist, weil die Dinge der Welt unbeständig sind und weil wir nicht anders können, als Dinge zu wollen oder an diesen Dingen anzuhaften. Wir wollen etwas und wir müssen es wollen, was die Welt uns nicht gibt und was die Welt uns nicht geben kann, weil sie eben unbeständig ist. Aber warum ist eigentlich alles unbeständig? Wir hatten beim letzten Mal schon kurz die Antwort auf diese Frage angedeutet, als wir gesagt haben, das liegt eben daran, dass die Dinge, wir und auch alle anderen Dinge, kein Selbst haben. Nun, heute müssen wir uns diese Lehre ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, wir müssen uns fragen, was meint der Buddha eigentlich damit, wenn er sagt, dass es kein Selbst gibt? Es geht also heute um die sogenannte Anatta-Lehre. Diese Anatta-Lehre, das ist ein ganz zentraler Baustein der Philosophie des Buddha und sie ist auch vielleicht das Merkmal, das seine Philosophie am stärksten von allen anderen, von den westlichen und auch von anderen östlichen Philosophien abhebt. Anatta oder auf Sanskrit dann Anatman, das heißt wörtlich übersetzt einfach nicht selbst, also An ist einfach die Negationsvorsilbe, so wie das deutsche Un oder das griechische A. Und Atta heißt selbst, im Sinne von auch ich selbst oder man selbst. Die deutsche Formulierung nicht selbst hat sich so mehr oder weniger etabliert als Übersetzung, auch wenn es eigentlich eher nicht Übersetzung ist, so dass es ja, legitim erscheint, von der sogenannten Nicht-Selbst-Theorie des Buddhismus zu sprechen. So, also die Nicht-Selbst-Lehre, die Anatta-Lehre. Was ist damit gemeint? Nun, am besten fangen wir einfach mal mit unserer natürlichen Einstellung zu uns selbst an. Vor aller philosophischen Reflexion gehen wir doch eigentlich davon aus, dass wir selbst sind. Das heißt, es gibt so etwas wie ein Selbst. Es gibt ein autonomes, beständiges Selbst, dem bestimmte Dinge zustoßen können oder das bestimmte Eigenschaften haben oder nicht haben kann. Und dieses Selbst, naja, das bin dann halt eben ich. Wenn ich sage, dieses Selbst ist autonom, dann bedeutet das ganz einfach, die Umwelt oder was um mich herum so passiert, das mag zwar gewisse Einflüsse auf mich haben, aber in letzter Konsequenz unterliegt eben das, was ich bin, nur mir und meinem Willen. Ich entscheide, wer ich bin und was ich bin und nicht irgendetwas anderes. Dieses Selbst mag beeinflusst werden von äußeren Faktoren, aber letzten Endes behält es die Oberhand. Es ist autonom. Wenn ich sage, das Selbst ist beständig, was meine ich dann? Nun, damit ist ganz einfach gemeint, wir denken, dass wir von unserer Geburt an bis zu unserem Tod ein und dieselbe Person bleiben. Klar, ich verändere mich, ich werde älter, ich werde größer, ich werde dicker, meine Haare fallen aus und was weiß ich nicht noch alles. Meine Gedanken mögen sich verändern. Ich denke heute nicht mehr das Gleiche, was ich vor 10 Jahren gedacht habe. Aber in all diesen Veränderungen ist etwas, was gleich bleibt, nämlich dass ich es bin, der sich verändert. Das ist das Selbst, das beständig ist. In all diesen Veränderungen bleibt ein beständiges Selbst stabil und unverändert. Und dieses Selbst ist das Zentrum meiner Welt. Ich selbst bin der Mittelpunkt des Universums. Das ist nicht ganz metaphorisch gemeint. Heißt, ich tue, was mir gefällt. Ich vermeide, was mir nicht gefällt. Ich vermeide, was mir schadet. Ich sehe die Welt aus meinen Augen. Alles, was um mich herum, was im Universum passiert, sehe ich aus meiner Perspektive. Ob es gut für mich ist oder schlecht für mich ist, was es für mich bedeutet. Für jeden von uns gilt, ich bin das Zentrum meines Universums. Wir können gar nicht anders, als die Welt aus unserer eigenen Perspektive sehen, aus der Perspektive unseres Selbstes. Das ist also unsere natürliche Einstellung. Das ist so das, was wir naiv vor aller Reflexion mit unserem Selbst verbinden würden. Ein autonomes Wesen, dem bestimmte Dinge zukommen, mit dem wir identisch sind, das beharrlich und beständig in der Zeit ist und das den Mittelpunkt unserer subjektiven Perspektive auf die Welt darstellt. So, der Buddha sagt Ihnen jetzt, das ist falsch. Das ist eine Illusion. Es gibt dieses natürliche Selbst nicht, von dem wir meinen, dass es existiert. Diese Illusion ist nicht nur falsch, sie ist auch gefährlich.
Falsch ist sie ganz einfach deswegen, weil es dieses Selbst nicht gibt. Und gefährlich ist sie deswegen, weil aus dieser Illusion des Selbstes das Anhaften hervorgeht. Der Durst, das Anhaften und damit das Leiden hat seinen Ursprung genau hier, in der Illusion, dass es so etwas wie ein Selbst gibt. Das Festhalten an der Illusion des Selbstes, das ist für den Buddha die Wurzel des Leidens. Gut, aber was ist denn dann das Selbst? Wir gehen ja in unseren alltäglichen Verrichtungen ganz normal davon aus, dass es so etwas gibt wie ein Selbst, dass ich selbst bin. Was ist es also, was wir für dieses Selbst halten? Nun, es gibt keinen Wesenskern der Person, also es gibt nichts, was eine Person dauerhaft ausmachen würde. Was wir für das Selbst halten, sagt der Buddha, das ist nichts anderes als eine Kombination oder eine Vermischung oder eine Ansammlung, könnte man auch sagen, von insgesamt 5 verschiedenen Elementen, die sich selbst auch permanent verändern. Diese Elemente werden im Buddhismus Khandhas genannt. Khandha bedeutet wörtlich übersetzt einfach Haufen oder Gruppe oder Anhäufung oder so etwas. Also es sind 5 Haufen von Zeugs. Und diese 5 verschiedenen Haufen von Zeug werden zusammengepackt und bilden das, was wir für unser Selbst halten. Im Einzelnen sind das zum Ersten der Körper. Damit ist gemeint einfach alles, was materiell an mir ist, also meine physische Realität, der physische Körper, insbesondere die Sinnesorgane meines Körpers, die bestimmte Wahrnehmungen hervorrufen können. Das ist ein Haufen meines Selbstes. Haufen Nummer 2, Kanda Nummer 2, ist die Empfindung, also die sinnliche Empfindung oder das Gefühl, wie Dinge sich anfühlen, wie es ist, für mich irgendetwas zu empfinden. Insbesondere die Empfindung von angenehm oder unangenehm. Also gefällt mir das, was ich empfinde, oder gefällt es mir nicht? Wie fühlt es sich an im Sinne von gut oder schlecht? Das dritte Kanda, das ist das Denken. Mit Denken ist hier die Wahrnehmung oder die Vorstellung gemeint. Ganz grundsätzlich das begriffliche, intentionale Denken. Also nicht einfach nur, wie sich etwas anfühlt, das ist eine bloße Qualität, sondern was für ein Gegenstand es ist, der sich so und so anfühlt. Also ich merke nicht nur, dass sich irgendetwas angenehm anfühlt, was gerade in meinem Mund ist, sondern dieses Angenehme fasse ich denkend auf als ein Stück Schokolade oder was weiß ich was. Das ist also der dritte Haufen, das Denken. Nummer 4, das ist, ja, vielleicht sollte man es hier an der Stelle am besten mit Wille übersetzen. Der Wille, dahinter verbirgt sich ganz allgemein gesagt das, was mich zum Handeln führt. Also die Impulse, könnte man sagen, die dazu führen, dass ich in der einen oder anderen Weise agiere. Und schließlich Nummer 5 ist das Bewusstsein. Damit ist der Geist gemeint, der Intellekt, der das alles zur Bewusstheit bringt, was wir da so an Vorgängen des Empfindens, des Denkens, des Wollens und so weiter haben. Also das Bewusstsein wird als ein eigener Faktor gefasst, der nochmal von den Inhalten des Bewusstseins unterschieden ist. So, diese 5 Khandhas, diese Ansammlung von 5 Khandhas, das ist es, was wir illusorischerweise für das Selbst halten. Stellen Sie sich das so vor, Sie machen eine Momentaufnahme von sich in diesem Moment und analysieren dann, was ist das eigentlich, dieses Ich, dieses Selbst hier? Sie werden feststellen, wir finden nichts, was das Selbst ausmacht. Wir finden nur diese 5 verschiedenen Typen von Khandhas, also von Elementen könnte man vielleicht sagen, 5 verschiedene Haufen von Zeug, die zusammengefasst werden und die dann das bilden, was wir selbst nennen. Und wenn wir das Ganze jetzt zeitlich ausdehnen, jede dieser Momentaufnahmen ist verknüpft mit dem vorherigen Aufnahme und mit der nächsten nachfolgenden Aufnahme. Wir haben also eine kontinuierliche Abfolge von solchen Ansammlungen von Khandhas, von Ansammlungen von Haufen. Daher glauben wir, es gäbe so etwas wie ein permanentes, dauerhaftes Selbst, weil diese Verkettung nicht abreißt. Aber wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, da ist überhaupt nichts. Bisschen abstrakt. Versuchen wir uns das mal mit einer Analogie klar zu machen. Also, ich will es Ihnen so erklären. Es gibt da irgend so eine Band. Diese Band, nennen wir sie einfach mal die Band, besteht aus 3 Typen. Da haben wir zum einen Tim, den Sänger, wir haben Tom, den Gitarristen und wir haben Theodor, den Drummer. Nun, die 3 treten zusammen auf und machen das eine Weile ganz gut, nehmen so ein paar Platten auf, spielen Konzerte und irgendwann hat Tim die Nase voll. Tim beschließt,
Er will jetzt eine Solokarriere starten, verlässt die Band und wird ersetzt durch Jim, der der neue Gitarrist ist. Es geht ein bisschen weiter so und dann ertrinkt der Tom tragischerweise bei einem missglückten Experiment mit irgendwelchen psychedelischen Drogen im Swimmingpool, muss ersetzt werden durch jemand anderen, nämlich durch den John. Ja, da bleibt nur noch der Theodor übrig, der dann irgendwann auch die Nase voll hat davon und beschließt, ab sofort nur noch Castingshows zu moderieren, und ersetzt wird er durch Jonathan. So, keines der ursprünglichen Bandmitglieder ist zu diesem Zeitpunkt mehr da. Die Band, die mal existiert hat, hat aufgehört zu existieren. Aber die Band gibt es ja noch. Um genau zu sein, zu keinem Zeitpunkt gab es jemals etwas wie eine Lücke in der Existenz dieser Band. Sie war zu jedem Zeitpunkt da. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo die Band mal nicht da gewesen ist. Genauso geht es mit uns. Es gibt nichts, was die Band ist. Also es gibt keinen Wesenskern dieser Band. Die Band ist nichts anderes als eine bestimmte Zusammenstellung von Personen, die in einer bestimmten Art und Weise miteinander verknüpft sind. Und sowas nennen wir dann halt eben die Band. So ist es auch mit dem Selbst. Es gibt kein Selbst, es gibt nur eine fortlaufende Reihe von Ereignissen, die miteinander irgendwie kausal verknüpft sind. Also wir haben so eine gewisse Körperkontinuität, das heißt, die Haare auf meinem Kopf sind immer noch die Haare von vor 2 Wochen oder sowas, nur jetzt ein bisschen länger. Also aus den Haaren von vor 2 Wochen sind die Haare von jetzt rausgewachsen. Es gibt eine Kontinuität der Gedanken, was wir gestern so gedacht haben, das beeinflusst auch heute unsere Stimmung oder vielleicht auch das, was wir morgen tun werden. Also es gibt eine fortlaufende Kontinuität und Verkettung von Ereignissen, und das nennen wir dann das Selbst. Aber ein Selbst hinter diesen ganzen Ereignissen, das gibt es nicht. Diese Kandas, die unser Selbst ausmachen, die bedingen sich gegenseitig. Es gibt kein Bewusstsein ohne Wahrnehmung, es gibt keine Wahrnehmung ohne Körper und so weiter. Das heißt, die ganzen Kandas hängen miteinander zusammen, in ihrem wechselseitigen Aufeinander-Einwirken erzeugen sie die Illusion des Selbstes, aber nichts ist dahinter. Die Dinge sind wie ein Wirbelwind, sie sind innen leer. Stellen Sie sich diese wechselseitige Abhängigkeit mal am Beispiel von, ich weiß nicht, einem Schokomuffin oder so etwas vor. Also, da ist einmal der Körper, das Auge. Das Auge sieht den Schokomuffin. Die Wahrnehmung kommt dazu und sagt, das, was wir da sehen, das ist ein Schokomuffin. Bringt also das Ganze unter Begriffe oder Kategorien. Dann ermöglicht das Bewusstsein überhaupt erst diese Wahrnehmung und macht uns bewusst, dass wir da gerade einen Schokomuffin sehen. Und dann schaltet sich die Empfindung dazu und sagt, oh, Schokomuffin, das ist lecker. Und der Wille kommt sofort dabei und sagt, ja, das will ich haben, das will ich essen. Und so wirken diese verschiedenen Kandas miteinander zusammen, um irgendetwas zu bewirken, um die Illusion des Selbstes zu erzeugen. Das ist jetzt grundsätzlich mal die buddhistische Idee hinter der Anatta-Lehre. Was das Ganze jetzt allerdings philosophisch bedeuten soll, das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, und das machen wir gleich.